Der Planters Punch ist ein Tiki-Drink. Er kann einer sein. Dann gehört da verdammt viel Saft rein. Gott sei Dank nicht. Woher der Planters Punch kommt, wie er zu seinem Namen gekommen ist und wie man ihn zubereitet, gleich in diesem Video. Und wer sich nicht für die Geschichte des Planters Punch interessiert, der kann über die Sprungmarke im Beschreibungstext direkt zur Zubereitung springen. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und heute geht's um den Planters Punch. Planters Punch. Der Punch der Plantagenarbeiter, der Punch der Plantagenbesitzer oder der Punch des Planters Hotels. Über den Namensursprung gibt's verschiedene Geschichten. Der Ursprung des Drinks selbst dürfte höchstwahrscheinlich schon Mitte des 17. Jahrhunderts liegen und kommt wahrscheinlich aus dem Indisch-Indonesischen, wo Punches wahrscheinlich auf Teebasis mit aber Alkohol, Früchten etc. üblich waren. Soldaten der britischen Ostindien-Kompanie haben dann wohl diese Punches nach Europa gebracht und dann von Europa haben die auch ihren Weg in die USA gefunden. Und so wie bei so vielen Cocktails, die wir heute kennen, erübrigt sich auch hier die Frage, wer hat es erfunden? Denn das stammt aus Zeiten und Kulturkreisen, wo das vermutlich nicht nur von einem Menschen erfunden wurde und selbst wenn, könnte man es heute mit Sicherheit nicht mehr nachvollziehen. Diese Punches wurden dann in Europa und in den USA in der Regel als sogenannte Punch Bowls zubereitet, also in großen Mengen für eine große Anzahl von Gästen. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, hat in Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert schriftlich bereits einen sogenannten Jamaican Rum Punch erwähnt. Also kann man davon ausgehen, dass diese Punches damals auch in der höheren Gesellschaft durchaus angekommen waren. Stellt sich die Frage, was ist ein Punch? Wie ist ein Punch definiert? Und da gibt es eine alte Formel, die heißt One of sour, two of sweet, three of strong and four of weak. Also ein Teil sauer, Zitronen- oder Limettensaft, zwei Teile süß, in der Regel Zucker, drei Teile stark, das ist der Alkohol, und vier Teile weak, das war in der Regel Wasser. Diese Grundformel ist also die Ausgangsbasis für Punches. Allerdings hat sich selbst diese Grundformel über die Zeit verändert. Es gibt eine eigene amerikanische Variante, die den Alkohol stärker betont. Und so sind heute unzählige Versionen von Punches bekannt. Und auch für den Planters Punch gibt es nicht das eine Rezept. So kann man eigentlich sagen, dass der Planters Punch eine Unterkategorie der Punches ist, weil es eben viele, viele verschiedene Varianten mit ganz unterschiedlichen Zutaten gibt, die alle irgendwie den Anspruch haben, ein Planters Punch, eine Art des Planters Punches zu sein und die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben. Die Frage ist jetzt also nur noch, wer hat dem Kind seinen heutigen Namen gegeben? Also warum nennen wir ihn heute Planters Punch und nicht mehr Jamaican Rum Punch wie zu Zeiten von Benjamin Franklin? Erstmalig erwähnt wird der Planters Punch als Cocktail 1878 in einer englischen Wochenzeitschrift namens Fun. Und die will das Rezept gefunden haben in einem Hotel in South Carolina namens Planters Hotel. Und angeblich hat das Hotel diesen Drink nach dem Hotelnamen benannt, bezieht sich aber selbst auf eben das Original-Punch-Rezept One of sour, two of sweet, three of strong and four of weak. Es gibt aber auch andere Quellen, die sagen, dass ein Planters Hotel in St. Louis, wo der berühmte Jerry Thomas im 19. Jahrhundert gearbeitet hat, diesen Namen erfunden haben soll. Ihr seht also mal wieder, claimen unterschiedliche Hotels, Bars, Barkeeper, sie hätten den Namen zu dem Drink erfunden. Nachprüfen können wir das heute eh nicht mehr. Zum Tiki-Drink wurde der Planters Punch dann erst im 20. Jahrhundert, als nämlich sowohl Trader Vic als auch Don the Beachcomber, die alten Rivalen, sich beide diesen Drink vorgenommen und ihn tikisiert haben. In der damaligen Tiki-Welle, das muss so um 1930 herum passiert sein. Und als Tiki-Cocktail wollen wir ihn heute auch machen, aber nicht in einer dieser beiden Varianten, sondern in der Version aus dem tollen Buch Smuggler's Cove aus der gleichnamigen Bar in San Francisco.
Link zum Buch findet ihr unten im Beschreibungstext dieses Videos. Und dann legen wir los. Wir brauchen unseren Shaker. Wie immer habe ich mich für meinen favorisierten Parisian Shaker entschieden. Wir brauchen unseren Jigger. Und wir fangen an mit einem Pimento Dram, auch Allspice Dram genannt. Ich habe hier das Produkt von The Bitter Truth. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr schon, dass ich ein Fan dieses Herstellers bin, eine deutsche Firma, die wirklich sehr, sehr schöne Produkte im Bitter- und im Likörbereich macht. Und von dem Allspice Dram brauchen wir eine Viertelunze. Das sollte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Ich habe hier heute einen Jigger dabei, der in Unzen abmisst und nicht in Zentilitern. Warum? Weil das Rezept in Unzen verfasst worden ist. Und ja, ich finde die Umrechnung in Zentiliter immer schwierig, vor allem wenn wir dann irgendwann bei 3/4 Unzen etc. sind, dann werden es ja krumme Zahlen und die sind einfach im Jigger schwer abzumessen. Und deshalb nehmen wir einen Unzen-Jigger. Also, wir hatten eine 3/4 Unze, nein, wir hatten 1/4 Unze des Pimento Dram. So, weiter geht es mit einem Demerara Sugar, also einem braunen Rohrzuckersirup. Davon brauchen wir eine 3/4 Unze. Dann haben wir unseren Rum. Ich habe mich mal wieder für den Appleton Estate 12 entschieden, einen Jamaican Rum, der mit 43% abgefüllt ist. Und davon brauchen wir hier ziemlich viel. Wir brauchen nämlich 3 Unzen. Das sind 9 cl umgerechnet. Da kann man es noch relativ einfach, weil eine Unze gut 2,9 cl sind. So. Und ihr merkt schon, mit 9 cl Rum wird das kein ganz schwacher Drink. Deshalb empfehle ich, einen mittelstarken Rum zu nehmen und jetzt nicht gleich mit einem Overproof Rum zu arbeiten. So, als nächstes brauchen wir unseren Limettensaft. Wie immer haben wir den frisch gepresst. Davon brauchen wir eine Unze. So, und dann haben wir hier noch unseren Angostura und da verlangt das Rezept 2 Dashes. 1, 2, na, da ist so gut wie nichts rausgekommen, die Flasche ist fast neu. Dann gehen wir nochmal ein bisschen nach. So, damit haben wir im Shaker, was wir an Flüssigkeit brauchen. Jetzt brauchen wir noch Eis. Ich cracke das Eis, weil wir werden nachher das Eis mit in den Shaker geben, ins Glas geben und wollen da keine zu großen, aber auch nicht zu kleinen Stückchen, denn der Drink darf durchaus ein bisschen verwässern. Ihr erinnert euch noch an die Formel 4 of Weak, wird hier bei uns in dem Drink ausschließlich aus dem Schmelzwasser kommen. Verteilen Sie nicht zu viel auf dem Boden, dann haben Sie auch genug im Shaker. Ein bisschen Bruch-Eis drin. Legen wir noch mal ein wenig nach. So, dann geben wir unsere Flüssigkeit dazu. Verschließen den Shaker und dem Ganzen geben wir jetzt, wie so oft, 15 bis 20 Sekunden. So, kalt ist er und auch gut zu. Im Buch Smuggler's Cove ist die Rede von einem Open Pour with Gated Finish. Also man soll ohne Strainer ausgießen, so lange bis das Glas weitestgehend voll ist und dann das restliche Eis, falls man zu viel Eis im Shaker hat, auffangen, damit es nicht überläuft. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich habe hier ein klassisches Highball-Glas, in dem wir den Drink dann servieren können. Ich würde sagen, wir brauchen kein Gated Finish, das passt wie die Faust aufs Auge. Wir brauchen auch keinen Strainer.
Was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Dekoration. Ich habe dafür zum einen vorbereitet so eine kleine Limettenscheibe mit einer Maraschino-Kirsche. Und wie bei vielen Tiki-Drinks und weil ich ein großer Minze-Fan bin, auch ein kleines Büschel Minze. So. Und da habt ihr ihn, den Planters Punch, nach dem Rezept aus Smugglers Kopf. So, dann wollen wir den guten auch mal probieren. Wir dazu noch einen Glasstrohhalm nehmen. Oh ja. Ihr kennt das. Ich mache hier ja keine Drinks, die mir selber nicht schmecken. Aber der ist ausgezeichnet. Der Pimento Dram, der Allspice Dram, ist sowieso ein ganz spezielles Produkt, eine ganz spezielle Zutat. Gibt eine ganz außergewöhnliche Würze hier rein. Wir haben den Rum, der aber trotz der 3 Unzen der 9CL nicht super dominant ist. Ist halt dieses klassische schöne Jamaican Aroma. Natürlich der Limettensaft mit der Säure. Das ist ein starker und mit Vorsicht zu genießender, aber sehr, sehr gut genießbarer Drink. Schmeckt fantastisch. Sieht gut aus, riecht gut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Abonniert gerne den Kanal, kommentiert das Video. Aktiviert die Glocke, denn dann können wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wenn ihr Lust habt, schaut in unserer Facebook-Gruppe Cocktails und Barkultur vorbei und holt euch da weitere Anregungen. Ich mache demnächst vielleicht nochmal ein Video mit dem Planters Punch von Don the Beachcomber. Und bis dahin sage ich, macht's gut und tschüss.